Okay. Ich hänge es jetzt mal auf in der Reihenfolge, in der wir es bekommen haben. Also zuerst dich. Dann dich. Jetzt will ich mal ausprobieren, ob das so geht, ob das wurscht ist. In welche Reihenfolge wir das aufhängen. Ist es nicht. Okay. Dann kommst du dahin. Du musst dahin. Dahin. Jawohl, wir haben den Schlüssel zuerst erhalten. Also sollten wir hätten den Schlüssel zuerst erhalten. Auch nicht. Okay. Wo muss denn die Zauberflöte? Die Zauberflöte muss an Platz 2 hin. Warum muss. Also, das ist wahrscheinlich wegen diesen Tönen, aber ganz ehrlich, ich bin Musik so schlecht. Okay. Da wird nichts angezeigt beim Feuer. Das muss hier hin. Warum muss das Feuer dahin? Der an zweiten. Ja, ich weiß, man könnte auch hören, ob die Tonhöhe und so weiter. Ja und. Hä? Die Zeit schläft und niemand weckt sie auf. Niemand weckt die Zeit auf. Die hängen jetzt alle richtig. Die Zeit. Der Sandriese. Muss denn der Sand wieder rieseln, damit wir weiterkommen, oder was? Saget es mir doch. Die hängen alle richtig. Muss ich da irgendwas mitmachen? Da ist ein Feuer, das auf einem Scheiterhaufen brennt. Eine schwarze Feder fällt vom Himmel herab. Ach, wir müssen uns in der richtigen Reihenfolge erzählen, jetzt was, jetzt oder was? Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Ein Mann hält einen hölzernen Reif in den Händen. Eine Menschenmenge, die sich wie ein Vorhang vor mir teilt. Ich sehe nichts dergleichen. Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Eine schwarze Feder fällt vom Himmel herab. Es sind Da ist ein ja Feuer, das auf einem Scheiterhaufen brennt. Ein Mann hält einen hölzernen Reif in den Händen. Eine Menschenmenge, die sich wie ein Vorhang vor mir teilt. Ich sehe Okay. nicht. Eine Menschenmenge, die sich wie ein Vorhang vor mir Wir teilt. Ich müssen sehe nichts dergleichen. Oh Gott, in welcher Reihenfolge waren das? Eine Menschenmenge, die sich vor ihm teilt. Dann kam das Da ist Feuer. ein Feuer, das auf einem Scheiterhaufen brennt. Okay, was wird's Immer sein? wieder höre ich eine unselige Stimme. Also das mit der. Oh, was hinsetzen. Alter. Wie war das? Eine. Ich. Sie sieht nichts dergleichen. Wo sieht sie nichts dergleichen? Muss dann. Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Also, jetzt mal ganz ehrlich, also. Dem Spiel Basel gegen Luzern geht's ab. Schon wieder gelb-rote Karte, der meldet Spiegel Online. Aber hier sagt eigentlich das Spiel uns das richtig.
Da ist ein Fort. Eine Menschen. Ich. Da ist ein Fort. Eine schwarze Feder fällt. Immer. Immer wieder höre. Ein Mann hält einen hölzernen. Die Zeit schon nie. Wenn ich jetzt einen Plan hätte, was ich machen muss, muss ich das jetzt in der richtigen Reihenfolge hinbringen dort. Ich hänge die jetzt alle nochmal ab. Bis auf den letzten Haken sind die alle noch interagiermäßig, schrägstrich fähig. Sonst irgendwas. Also es ist ein recht hoher Ton. Der ist aber noch ein bisschen höher. Okay, der Ton sagt, ob es richtig ist. Der war aber jetzt, glaube ich, noch ein bisschen höher als der andere. Der war ganz tief. So, Leute, sagt mir, was ich machen muss, dann mache ich das, aber redet mit mir. Ich spreche jetzt gleich nochmal mit Nuri. Vielleicht. Ist das richtig, dass ich mir nicht mit der rede? Dio Valendo, Geon. Dia Valende, Nuri. Dia Narindilin. Was? Nicht den Vorhang wieder vorziehen? Komm zurück! Aufwachen, Geron! Nein. Nein, noch nicht. Ich muss noch weiter schlafen. Nein, musst du nicht. Was willst du denn noch machen? Der Schlüssel gehört hier nicht hin. Der Schlüssel gehört hier nicht hin. Der muss irgendwo anders hin. Jetzt mal kurz das Mikro weiter vor. Hier gibt es bloß noch zwei Anlaufstellen. Hier gibt es bloß noch die. Ja, nur die halt. Aber da sehe ich jetzt gerade was. Gravierend. Ich den Vorhang vormache, weil sonst wäre der. Komm zurück! Nehme ich mal das Artefakt. Ging es wieder an den Platz. Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Eine Menschen. Ich sehe nichts. Eine Menschenmenge. Ah. Nimm mit. Ich habe ganz vergessen, der Puppenspielerin ihren Schlüssel zurückzugeben. Kein Schloss. Ich habe ganz... Warum sieht sie nichts dergleichen? Kann ich den irgendwie mitnehmen, den Vorhang? Farbenfeder, Flöte, Feuer. Okay, alles mitnehmen.
Kann ich den irgendwie abreißen? Ringvorhang, Feuerschleier, Schleiereule, Klangteppich. Ich mache alles wieder heil. Ich bringe alles wieder in Ordnung. Es ist nicht gut, wenn Dinge... Kein Ring, Feuer, Schleier, Klang. Ich mache, ich bringe alles. Es ist nicht... Junge? Komm zurück! Warum sieht sie keine Menschenmenge? Eine Menschenmenge, die sich wie ein Vorhang vor mir teilt. Ich sehe nicht... Die sich wie ein Vorhang vor mir teilt. Ich sehe einen geschlossenen Vorhang. Dahinter plätschert Wasser. Einen geschlossenen Vorhang. Wir hätten einen Schlüssel. Leute, sich mit einem Vorhang vor ihm teilt. Der müsste sich teilen. Komm zurück! Kann ich sie dann ansprechen? Nein, kann ich sie nicht. Kein Schloss. Eine Mensch. Ich sehe. Oh Gott. Ich bin ein bisschen ratlos, aber nur ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Es ist nicht gut, wenn Dinge kaputt sind. Oh nein. Scheiße, was steht da drauf? Nee, klar. Ganz schön. Komm zurück! Nein, ich komme nicht zurück. Du hast uns alle umgebracht. Warum hast du uns umgebracht? Der Seher hat es gewusst. Er bringt das Ende, hat er gesagt. Hört auf. Warum hast du uns umgebracht? Hört auf! Redet, was ihr wollt, aber ich werde Nori retten. Wen haben wir denn umgebracht? Könnten Sie mal zu erkennen geben. So, und jetzt Vorhang hier hin. Schlüssel kommt aber nicht hin. Zauberflöte an Platz 2. Feuer an Platz 4. Narbenfeder an Platz 3. Und Artefakt an Platz 4. So, jetzt hätten wir's. Oh, ein neuer Traum. Den kennen wir ja noch gar nicht. Du bist es. Du bringst das Ende. Corvus!